ihr seid mit Freunden unterwegs oder auf einer Party. Nach Hause kommen, kein Problem, denn der nächste E-Scooter steht ja eh schon um die Ecke. Und eins wisst ihr auch alle, es gilt die 0,5-Promille-Grenze. Aber eins wusstet ihr vielleicht noch nicht. Und was das ist, das zeigen wir euch jetzt im Video. Mein Name ist Stefan Bergmann, ich bin Clubjurist und beschäftige mich mit allen Themen rund um das Verkehrsrecht. Wenn ihr einen E-Scooter fahrt, dann gelten für euch dieselben Verkehrsregeln wie für andere motorisierte Verkehrsteilnehmer, also wie für Motorradfahrer oder Pkw-Fahrer. Das ist so, weil ein E-Scooter tatsächlich kein Spielzeug ist, sondern ein echtes Fortbewegungsmittel und im rechtlichen Sinne sogar ein Kraftfahrzeug. Und da gelten besondere Regeln. Die 0,5-Promille-Grenze zum Beispiel. Wenn ihr 0,5 Promille Alkohol im Blut habt oder mehr bis zur Grenze von 1,09, dann würdet ihr eine Ordnungswidrigkeit begehen. Das heißt, ihr bekommt ein Bußgeld von regelmäßig 500 Euro. Es gibt zwei Punkte in Flensburg und obendrauf noch ein Fahrverbot. Habt ihr mehr getrunken, sprich seid ihr alkoholisiert mit einem Wert von 1,1 Promille oder mehr, dann würde das eine Straftat darstellen. Aber, und hier Vorsicht, auch schon bei niedrigeren Werten, ab 0,3 Promille kann schon eine Straftat vorliegen. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn eine sogenannte alkoholbedingte Ausfallerscheinung hinzukommt. Das heißt, ihr seid alkoholisiert unterwegs und ihr fahrt Schlangenlinien. Bei einer Straftat gibt es eine Geldstrafe. Im besten Falle bekommt ihr noch ein Fahrverbot. Schlimmer ist es allerdings dann, wenn euch die Fahrerlaubnis komplett entzogen wird. Punkte gibt es obendrein. Also ich gehe davon aus, dass alles, was ich euch bislang erzählt habe, das wisst ihr schon. Aber eine Sache wisst ihr vielleicht noch nicht oder ist euch vielleicht nicht so bewusst. Und zwar, wenn ihr noch keine 21 Jahre alt seid, gilt für euch als E-Scooter-Fahrer die 0,0-Promille-Grenze. Das heißt, ihr dürft, bevor ihr auf einen E-Scooter steigt, überhaupt nichts getrunken haben. 0,0, gar nichts, nada, niente. Werdet ihr erwischt, dann droht euch ein Bußgeld, und zwar in Höhe von 250 Euro und einen Punkt gibt es obendrauf. Und zwar, das gilt für alle von euch, egal ob ihr einen Führerschein habt oder nicht. Diejenigen allerdings von euch, die in der Probezeit sind, die kriegen noch ein extra Päckchen obendrauf. Das heißt, die Probezeit wird von 2 Jahren um 2 weitere Jahre auf 4 Jahre erweitert. Und es wird zusätzlich noch ein Aufbauseminar angeordnet. Und das kostet euch dann nochmal extra 300 Euro. Also ihr seht, das Ganze kann recht schnell teuer werden. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn ihr auf den E-Scooter steigt, überlegt kurz, ob ihr vorher was getrunken habt. Und lasst es sein, wenn ihr Alkohol konsumiert habt, nehmt lieber ein Taxi. Den ganzen Ärger und die Kosten, die ihr habt, wenn ihr da erwischt werdet, das ist nichts im Vergleich zu den Taxikosten. Da könnt ihr 20 Mal Taxi fahren und ihr habt da euren Spaß. Wenn ihr Spaß mit diesem Video gehabt habt, dann liked es gerne oder lasst ein Abo da. Ich wünsche euch auf jeden Fall immer gute Fahrt.